Welchen Charakter hat der Tod, der körperliche Tod, der übrigens keine Person ist, kein Sensenmann? Das ist dummer Volksglaube, sondern erstens, der Tod ist das Ende des irdischen Lebens und ist kein Naturphänomen, sondern Gottes Strafe für die Sünde. Das heißt, seit dem Sündenfall gibt es den Tod, auch den körperlichen Tod. Zweitens, der körperliche Tod ist die Vernichtung des Leibes, des Körpers, nicht des gesamten Menschen, denn beim Tod wird die Seele und der Geist des Menschen entkleidet, das heißt getrennt vom Körper. Der Körper wird der Verwesung übergeben und die Seele und der Geist des Menschen gehen personal in das Jenseits. Und eines Tages wird es wieder einen Auferstehungskörper geben. Gott wird die Körper der Menschen auferwecken. Drittens. Der körperliche Tod ist auch die Verendgültigung des Menschen und seiner Entscheidung. Der Mensch muss sich während seines Erdenlebens entscheiden zwischen der Rettung und der Verdammnis. Und diese Entscheidung wird mit dem Tod verendgültigt, verewigt. Das heißt, der Mensch kann nach seinem Tod keine Entscheidung mehr treffen. Wenn er sich entschieden hat für die Verdammnis, wird er in Ewigkeit verdammt sein. Und viertens, damit ist der Tod auch für die wiedergeborenen Christen eine Erlösung, denn für sie ist es der Eintritt in die unmittelbare Gegenwart Christi ins Paradies und damit ist es der körperliche Tod kein Phänomen der Angst und des Schreckens, sondern ist verbunden mit dem Auferstehungsglauben, mit der Auferstehungshoffnung und mit der Zuversicht, dann bei Christus zu sein, unmittelbar im Paradies.